Hallo liebe Fortunen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortunen Fragen, Fortunen Antworten. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Facebook und natürlich auch bei YouTube. Und wir begrüßen mit einem Trommelwirbel meine beiden Interviewpartner. Nein, es sind gar nicht meine, es sind nämlich eigentlich eure, denn ihr sollt ja die Fragen stellen an Thomas Klein und Sascha Rösler. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Danke, hallo. Wir wollen natürlich in erster Linie auch über das Derby sprechen gegen Borussia Mönchengladbach, denn das vereint euch beide. Ihr habt beide zusammen dort gespielt. Kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Ihr zockt sowieso gerne miteinander. Ich habe gehört, ihr habt die Wartezeit jetzt auch wieder genutzt für ein kleines Basketballduell. Wie ist es ausgegangen? Ich habe gewonnen. Das sieht man ja an der Reaktion, oder? Nee, ich habe gewonnen und es war aber sehr knapp. Der Tommy hat sich wacker geschlagen, hat glaube ich noch ein bisschen Hasskappe, hat glaube ich auch gerade im Kraftraum was zerstört, wird vom Gehalt abgezogen. Nee, aber sonst, ja, wir zocken schon ganz gerne. Das heißt, im Kraftraum hängt ein kleiner Basketballkorb, oder? Ein großer, ja, richtiger. Richtiger Basketballkorb. Der Bessere hat heute verloren und ist dann in der Heizung hängen geblieben. Deshalb liegt die Heizung jetzt auf dem Boden, aber trotzdem sind wir zusammen hier hochgekommen. Das ist doch schon mal ein Anfang, dass ihr zwei euch wenigstens auf dem Weg hierhin nicht die Köpfe eingeschlagen habt. Den Verlierer könnt ihr beide nicht. Schwierig, schwierig. Hat sich abgesehen hat beim Tommy. Hat sich das eigentlich bei dir geändert mit den Jahren, Sascha, als Teammanager? Ist man da ruhiger geworden? Ja, also man wird im Alter ja automatisch ruhiger. Ne? Aber sobald man irgendwo in seinem Wettkampfmodus drin ist, ne, dann das wird sich nicht ändern. Ne? Also verlieren kann ich immer noch ganz, ganz schlecht. Ne? Also da tue ich mich immer schwer, egal was ich mache. Ne? Auch wenn wir jetzt hier irgendwie sagen, komm, wir gehen jetzt kurz an die Tischtennisplatte, ne? Dann tut mir das dann auch weh. Aber es ist schon so, dass man sich mittlerweile auch daran gewöhnt, ne? Dass man nicht mehr auf dem Feld steht, sondern nebendran sitzt. Ne? Und dann wird es schon ein bisschen besser. Was die Sache aber anscheinend nicht einfacher macht, denn du bist verdonnert worden zu 500 Euro Strafe, habe ich gehört. Das, ja. Das. Hast du gehört? Ja, oder ich habe es gelesen. Ich kann eigentlich waren es 2000 Euro. Ich muss ja runtergehandelt noch. Wortgefecht zwischen Bremer und Düsseldorfer Verantwortlichen. Also der Rotzlöffel lebt weiter. Ja, wobei das, also normal war ich schon immer oft schuld, ne, an den ganzen Sachen. Ne? Also ich habe oft viel Scheiße gemacht. Aber in dem Fall, ne, da muss ich echt sagen, das war eigentlich wirklich ungerecht. Ne? Wir sind da gestanden im vierten Offiziellen und weil der Torwarttrainer von denen die ganze Zeit reklamiert hat in der ersten Halbzeit und dann war der Trainer von Bremen auch mit dabei, der hat mich ein bisschen geschubst und dann habe ich dem einen Satz gesagt, also wirklich, aber jetzt nichts Schlimmes, ne? Ich habe nur gesagt, ne, wenn er mich nochmal anfasst, dann kriegt er eine. Ich habe es ein bisschen anders gesagt, aber so ähnlich und daraufhin schieß ich auf die Tribüne. Hätte ich da früher auch dafür auf die Tribüne müssen, dann hätten wir zwei wahrscheinlich jedes Spiel von der Tribüne gesehen, aber ja, mittlerweile haben die Zeiten sich ein bisschen geändert. Länderspielpause ist beendet. Wie sieht es auf dem Trainingsplatz aus? Interessiert uns natürlich, was die verletzten Spieler angeht, aber vor allen Dingen auch die Nationalspieler. Sind alle gesund zurückgekommen? Ja, nicht ganz, aber der Platz füllt sich wieder. Wir haben heute zum ersten Mal mit 15 bis 16 Leuten trainiert. Letzte Woche waren es dann nur 12 die ganze Woche. Sonst, der Tacker hat heute erst gespielt, kommt dann erst am Donnerstag wieder. Kahn kommt morgen wieder, aber ist fit, hat gestern noch getroffen. Massin ist mit einem kleinen Pferdekuss wiedergekommen, aber sieht es auch sehr gut aus. Und Stögi auch wieder fit zurückgekommen. Also von daher werden wir morgen zum ersten Mal wieder 18 auf dem Platz sein und dann geht es wirklich richtig in die Vorbereitung gegen Zwirbel. Tja, und ich habe es gesagt, darüber wollen wir natürlich reden. Schickt uns unbedingt eure Fragen, denn das ist das die Grundidee hinter dieser Rubrik Fortunen Fragen, Fortunen Antworten. Ihr dürft eure Fragen gerne schicken per Facebook im Kommentarfeld und dann gebe ich die Fragen nämlich an die beiden weiter. Derby ist immer was Besonderes, das muss ich keinem erzählen, der sich schon gespielt hat. Du kennst es jetzt aus beiden Lagern, du hattest natürlich eine ganze Menge Derbys. Was waren die heißesten Derbys, die ihr gespielt habt? Also meine heißesten waren schon Gladbach gegen Köln damals. Mit Düsseldorf, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man damals das Derby noch nicht als Spieler. Ne? Da waren wir in der zweiten Liga, Gladbach war erste Liga. Wir hatten noch so gegen Aachen, war noch so ein bisschen hitziger, aber ich sag mal, Köln-Gladbach war schon brutal. Ne? Da hast du schon im Vorfeld gemerkt, ne? was das für die Stadt und auch für die Fans und für die Region bedeutet. Und dementsprechend ging es natürlich dann auch im Stadion dann zu. Ich weiß noch, wir haben in Gladbach ein Derby gehabt in Köln. Da haben, glaube ich, die Kölner dann die Gladbacher Fahne verbrannt. Ne? Dann ist das dann auch richtig ausgeartet. Der Schiedsrichter musste das Spiel unterbrechen. Und da waren schon heiße dabei. Ich hoffe natürlich, dass es am Samstag auch wieder so wird, aber hoffentlich natürlich fair, weil ich glaube, das muss immer im Vordergrund stehen. Ne? Wie wir zwei auch, ne? Muss ich zerreißen für die Sache, aber im Endeffekt muss es dann irgendwo dann immer noch so sein, ne? Dass man das alles noch fair macht.
Was waren deine heißesten Derbys? Mit Sicherheit auch, da ich Sascha angesprochen hat, aber ich hatte auch viele Derbys als Fürth-Spieler gegen den Club. Und da ging es auch heiß her, muss ich sagen. Da war auch sehr viel Hass drin. Und ja, gerade Pokalspiel einmal, was wir als Zweitligist gewonnen haben, kamen dann, glaube ich, 300 bis 400 Fans von Nürnberg nach dem Spiel aufs Feld und haben uns dann gejagt. Also es ging schon heiße Sachen. Man glaubt es ja nicht, Fürth hat jetzt nicht die größten Zuschauerzuspruch, aber dieses Derby ist schon sehr heiß und da haben wir schon ein paar heiße erlebt. Du hast auch mit den Fürthern mal gegen Gladbach in der Saison 12-13 gespielt, aber nicht lange, 12 Minuten. Da gab es glattrot, was war los? Ja, da gab es glattrot, haben 1-0 geführt, wurde ich danach auch freigesprochen. War jetzt kein nichts gemacht. Ne? Vom Trainer oder vom Sportgericht? Nein, ich hab wenn man rote Karte kriegt, wird man ja mindestens 2 Spiele gesperrt, von einem wieder freigestellt. Weil es letztendlich keine Notbremse war. Schiri hat so gesehen, 1-0 geführt, haben dann das Spiel verloren und von daher war es doppelt bitter. Jetzt komme ich gerade komplett ab, aber irgendwie, weil du es gerade sagst, wenn man sowas, früher war es so, dass man im Nachhinein dann freigesprochen wurde, jetzt hätte sich der Schiedsrichter die Szene wahrscheinlich dann im Videobeweis nochmal angeschaut. Hättest du dir den damals gewünscht oder findest du ihn nach wie vor zur Zeit gut oder sagst du, das war früher Tatsachenentscheidung und irgendwie... Das war Tatsachenentscheidung, das war auch gut so. Jetzt muss ich sagen, es ist einfach gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt für uns dieses Jahr das erste Mal und klar, wenn man ein Tor schießt oder eins kriegt, man guckt dann immer und hofft auf der einen Seite, dass es vielleicht kein Tor ist. Letztendlich glaube ich, dass es, wenn er gut eingesetzt ist, der Videoschiri, und wenn alles läuft, dass es schon sehr positiv ist, dass man da wirklich krasse Fehlentscheidungen dann auch verhindern kann. Und von daher, glaube ich, muss man da auch noch ein bisschen Zeit geben, dass sich das perfekt einspielt. Aber natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, aber das gehört jetzt zum Fußball dazu. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da einfach oder in den nächsten Spielen einfach mit der einen oder anderen Entscheidung einfach auch ein bisschen mehr Glück haben. Dann würden wir den Videoschiri noch positiver sehen. Sascha, du hast selbst 5-mal gegen Gladbach gespielt, aber nie gegen Gladbach getroffen. Zufall? Das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht sagen. Ich krieg die Spiele aber auch gar nicht mehr zusammen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, mit wem habe ich denn gegen Gladbach. Kann ich gar nicht sagen. Haben wir Gladbach. Wurde mir auch zugespielt, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich mit Ulm, stimmt, mit Ulm haben wir in Gladbach auf dem alten Bökelberg mal 5-0 verloren, freitagsabends. Das weiß ich nachher. Und das war ganz bitter. Und dann habe ich wahrscheinlich die Gladbach-Spiele alle abgehakt. Haben wir bestimmt mit Ulm auch in der Hinrunde gegen Gladbach gespielt, aber an das Spiel kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber es ist bestimmt die einzige Mannschaft, gegen die ich nicht getroffen habe. Oder hast du noch mehr? Ich guck nicht. Als ihr beide Gladbach gespielt habt, zusammengespielt habt, wer war der Ehrgeizigere auf dem Trainingsplatz oder kann man das gar nicht sagen? Also bei uns war es so, dass wir beide sehr ehrgeizig sind, beide nicht verlieren können und dass wir in unserer gemeinsamen Zeit in Fürth und Gladbach sehr oft aneinander geraten sind im Training. Aber letztendlich gab es dann am nächsten Tag oft dann eine Schokolade von dem, der mehr schuld war. Also haben wir uns dann immer wieder schnell vertragen. Also es ging sehr heiß her. Also sagen wir es mal so, ich habe ganz oft Schokolade gekauft. Ja, das muss man sagen. Das sagt alles. Ist dann schnell über die Grenzen gegangen. Aber ich habe lieber mit ihm zusammengespielt als gegen ihn. Gerade wenn wir gegeneinander gespielt haben, war es dann noch heißer auf dem Feld. Und da komme ich nämlich direkt zu einer Frage von Alex KST, so nennt er sich zumindest. Einer Innenverteidiger, einer Stürmer, seid ihr schon mal in einem Spiel unsanft aufeinander getroffen? Ja, sehr unsanft. Ich erinnere mich an ein Spiel in Aachen, aber nee, das gibt, darfst du nur erzählen. Da gibt es 2 Versionen, erzählt dir immer ganz anders die Geschichte. Ja, die möchte ich gerne beide hören. Ja, letztendlich haben wir da gewonnen. Ich habe ihn nach dem Spiel ein bisschen provoziert und er ist dann handgreiflich nach dem Spiel gegen mich geworden. Handgreiflich. Also sagen wir es mal so, wir sind aufgestiegen nach der Saison. Ne? Also es ist schon mal, ne? Wir haben zwar das Spiel verloren, aber wir sind aufgestiegen. Aber es war schon so, dass für mich das natürlich ein besonderes Spiel war mit Alemannia von Tivoli, weil das war gegen meinen Ex-Verein und ich wollte das unbedingt gewinnen. Und wir waren noch klarer Favorit, aber wie es halt dann manchmal so ist, ne, dann kommt es dann doch anders, als man denkt. Und dann haben wir uns dann denen die Zähne ausgebissen und haben natürlich uns auch im Spiel schon ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Christian Weber war ja auch noch mit dabei bei Fürth dann, aus Sven Neuhaus. Ne? Wir waren eh eine gute Clique. Und ja. Nee, bei Kräuter Fürth. Achso, da muss ich. Die waren noch in Fürth, ich bin nach Aachen gewechselt. Okay. Und dann nach dem Spiel halt war es dann vorbei und wir sind halt schon öfters aneinander geraten. Und dann lag ich halt am Boden, war ein bisschen enttäuscht und er kam halt zu mir hin, hat vor mir so gejubelt. Ja, und dann habe ich ihn, glaube ich, an den Haaren gezogen. Wie so ein kleines Mädchen. Aber
haben wir mittlerweile auch wieder unseren Frieden gefunden. Also was war das? Das war das Spiel. Also Haare ziehen haben wir jetzt. Da hat er noch Haare gehabt. Guck mal, da hat er. Hier hast du noch Haare gehabt. Guck mal. Da haben wir doch was. Hast du noch? Ja, mehrfach schon vorgekommen. Nach dem Spiel. Aber das war nicht die Situation. Das war nicht die Situation, aber wenn du sagst, Haare gezogen, dann scheint das, das schon fast eine Masche zu sein. Hier. Also das Bild kommt, ja, 30.09.2005. Das war auf jeden Fall die Begegnung, würde ich sagen. Ja, das war die, ja. Willst du da noch was zu sagen, zu dieser Szene? Du sahst damals wir haben gewonnen, gut aus. Ja. Also von daher, klar, Haare, da sah es noch ein bisschen voller aus. Sag mal, vielleicht zur jetzigen Situation mal zu kommen. Wir haben natürlich mit Sicherheit schon über bei verschiedenen Interviews darüber gesprochen, was deine Aufgabe ist. Was deine Aufgabe ist als Co-Trainer, wird dem einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so bekannt sein. Also wie ihr euch das aufteilt. Was macht Axel? Was machst du? Du machst zum Beispiel sehr, sehr viel, glaube ich, die Trainingsleitung, die eigentlich mehr oder weniger in deinen Händen liegt. Aber korrigiere mich. Oder fang mal vielleicht du mal an. Vielleicht sagst du mir, Sascha, wie du die Aufgabe von Thomas siehst. Ja, ich meine, Thomas ist ja auf Peter Herrmann gefolgt und er hat ja vorher schon als Cheftrainer der Amateure gearbeitet. Er hat seinen Fußballlehrer damals fertig gemacht und hat den, glaube ich, auch sehr, sehr gut bestanden. Was ich mir damals auch nicht so richtig vorstellen konnte. Er muss wirklich richtig gut gewesen sein. Und wie du es gerade schon gesagt hast, er macht eigentlich schon große Teile der Trainingsarbeit. Friedhelm ist ja schon mittlerweile so in diese Beobachterrolle gegangen, wo er von außen dann sich alles anschaut und Tommy macht komplett die Trainingsleitung. Und Axel ist ja, sage ich jetzt mal, als Spieler jetzt in dem Übergang erstmal jetzt da reingewachsen und hat sich jetzt da mittlerweile auch gut eingefunden. Er ist natürlich durch seine Fortuna-Vergangenheit präsenter vielleicht für den Fan, aber ich glaube auf dem Trainingsplatz sicherlich nicht. Also haben beide ihre Aufgaben natürlich. Doch, auf jeden Fall, klar. Aber Axel muss natürlich jetzt erstmal reinwachsen. Ja. Und Tommy macht natürlich schon einen sehr großen Teil, was die Trainingsarbeit angeht. Peter Funkel wollte dich unbedingt haben als Co-Trainer. Ja, ehrt dich dieses Vertrauen, was du da von ihm relativ schnell bekommen hast? Ja, mit Sicherheit. Wenn man bei so einem erfahrenen Mann oder miteinander arbeitet, ehrt das natürlich. Ich bin ja als Praktikant ja hin für den Fußballlehrer. Und war das hättest du damals auch nicht gedacht wahrscheinlich, oder? Als du hier angeheuert hast, dass es dann so schnell geht und du in diese Rolle, diese Chance bekommst? Wobei es am Anfang schon sehr schnell ging. Ich war als Praktikant sofort das erste Spiel auswärts in Sandhausen mit dabei, auf Tribüne und auch schon in der Kabine. Und da war eigentlich schon fast klar, nach meiner ersten Praktikumszeit habe ich auch zusätzlich dann hier bei Trainingsinhalten oder beim Training schon mitgemacht. Da war ich dann auch kein normaler Praktikant mehr. Und so kam es dann. Und klar, nachdem Peter Herrmann weg war, hat Friedhelm mich dann gefragt. Und so hat es dann sehr gut gepasst. Und natürlich das Vertrauen hat er in mich gesetzt. Und jetzt ist es auch, wie wir sagen, in der Trainingsarbeit sehr viel Vertrauen, weil Friedhelm ja auch so arbeitet mit viel Vertrauen für seine Mitarbeiter und von daher bin ich da hauptsächlich fürs Training zuständig natürlich, gerade was die Taktik angeht, werden wir das immer auch zusammen angehen, die letzten Entscheidungen trifft dann auch er, aber es ist natürlich schön, wenn man das Vertrauen hat, auf dem Platz da auch wirklich sehr frei arbeiten kann und ich denke, das Team macht es dann, einen erfahrenen Trainer. Geh nochmal ein bisschen ins Detail, also wie läuft auch die Zusammenarbeit mit Axel dann ab? Ja, letztendlich ist Friedhelm der die Entscheidung trifft, gerade was die Aufstellung angeht, vom Training her, mache ich die Trainingsinhalte natürlich in Absprache dann mit Friedhelm, werde ich mit ihm auch immer wieder absprechen und dann gehen wir natürlich vor dem Training, geht man auf den Platz alles aufbauen, da ist Axel dann dabei, das machen wir alles zusammen. Ne? Auf dem Platz dann gerade Richtung Taktik mache ich da mehr, Axel, der auch immer wieder dabei hilft und dann auch immer die eine oder andere Position vielleicht mal ein bisschen mehr reingehen kann ins einzelne Detail und der dann letztendlich auch die Standards, die wir natürlich auch immer wieder zusammen machen, eher hauptsächlich da auf dem Platz ausführt. Ne? Wir sind dann schon vom Team jetzt im Büro mit Friedhelm, dann haben wir mit Philipp Kobelny einen Videoanalyst, genau. Mit Axel und mir und das wird natürlich alles auch zusammen abgesprochen. Ja, dann haben wir einen Athletiktrainer und einen Torwarttrainer, mit denen ich dann auch das Training abstimmen, ja, wann und wie lang die Torhüter beim Klaus sind oder wie lang sie beim Athletiktrainer sind. Ja, das ist wirklich ein Miteinander und gerade was die Taktik dann Richtung die Spiele angeht, das gehen wir dann alle zusammen an. Ne, zeigen dann oft Bilder vor und setzen das dann auf den Platz um und da können wir auch immer alle einwirken, gerade dann im 11 gegen 11, wo ich dann auch den einen oder anderen mal schnapp, Friedhelm sich den einen oder anderen mal schnappt. Und von daher ist das ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten und
haben wirklich, das sagt Friedhelm mir auch oft, ein tolles Trainerteam, wo Spaß macht. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf die Mannschaft. Und jetzt drehen wir es mal um. Wie wichtig ist Sascha in diesem Konstrukt? Denn man sagt ja immer, du bist das. Glaubst du nicht, dass der jetzt nach der Basketballniederlage noch was Positives sagt? Ja, ich könnte jetzt lügen und was Böses sagen, aber Sascha ist natürlich sehr wichtig. Ich finde, dass er, wenn wir eben geredet haben, wie er am Spielfeldrand ist, ist er sehr ruhig geworden zu dem, was er vorher gemacht hat. Ja, sehr besonnen, klar kann er auch mal ausflippen, das gehört auch dazu, ein paar Emotionen. Ja, aber letztendlich ist er sehr wichtig, ist unten auch, ja, wie soll man sagen, für alles um den Platz herum zuständig. Ohne Sascha wird da noch nichts gehen, sei es die Trainingsplätze, der ganze Ablauf, Spieltagsablauf, Hotel und alles, was man dafür braucht, hat für alle immer ein offenes Ohr, für die Spieler natürlich auch und ja, von daher. Man sagt immer ganz gerne Bindeglied zwischen Mannschaft und Verein auch so ein bisschen oder Ansprechpartner auch für die jungen Spieler. Was sind vielleicht die kuriosesten Aufgaben, die du übernehmen musstest, wo du gesagt hast, Mensch, Junge, das hättest du auch selber schaffen können? Gibt es da ein paar Anekdoten? Also ich habe eine aus meiner Anfangszeit, weil es ja schon, also sag ich mal, wenn du jetzt schon als Spieler irgendwo mal Führungsspieler warst und es halt schon gewohnt warst, dass du irgendwo eine Wichtigkeit hattest in der Gruppe und dann wirst du dann Teammanager und dann musst du ja schon ein paar Aufgaben machen, wo du dann sagst, okay, ne, dann musst du vielleicht erstmal schlucken, ne? Und ich weiß, wir sind damals nach La Manga ins Trainingslager gefahren, ich glaube, das war mein erstes als Teammanager, da war Lorenz Günther Köstner Trainer und dann sagte mir im Hotel, ich hätte gern jeden Tag eine Mineralwasserflasche bei mir im Zimmer auf dem Tisch. Und habe ich den so angeguckt und habe gedacht, ja, wie, ich soll jetzt jeden Tag eine Mineralwasserflasche aus dem Zimmer, mach das selber. Aber ja, das ist halt, ne, das sind natürlich dann halt so Sachen, ne, ich bin dann zur Rezeption gegangen, habe gesagt, macht ihr das. Ja, du musst es halt auch lernen, ne, klar, du machst mittlerweile auch Sachen oder so, ne, da schluckst du schon ein bisschen, ne. Aber ist es manchmal, man hört es ja immer wieder, so junge Spieler, die gerade sehr jung Profi werden, dann für ihr Verhältnis auch viel Geld verdienen, dass denen so ein bisschen die Selbstständigkeit fehlt und dann sowas abgegeben wird? Ja, auf jeden Fall. Da sind wir aber alle selber schuld, muss man natürlich auch sagen, ne? Weil wir machen natürlich auch alles für die. Ne? Die Berater machen mittlerweile alles für die, die stellen mittlerweile Leute ab, die alles für die machen. Ne? Die lernen es ja nicht anders. Ne? Also, und wir versuchen natürlich auch alles denen abzunehmen, so gut wie möglich zu machen. Damit sie sich auf ihre Sachen konzentrieren können. Ja, aber deswegen versuchen wir schon natürlich auch manche Sachen dann zu sagen, okay, nee, das, ne, musst du jetzt auch mal selber machen oder da bist du jetzt mal selber dafür verantwortlich. Ne? Weil irgendwann ist die Karriere mal vorbei und wir wissen selber, wie schnell das geht, wenn man kein Geld mehr verdient, wie viele Leute dann wirklich noch da sind. Und derjenige, der vielleicht noch nicht so viel verdient hat, der muss dann auch weiterhin noch was machen. Ne? Dann muss zum Leben klarkommen. Und deswegen versuche ich eigentlich schon so einen Mix zu finden. Aber klar, wenn die Jungs kommen oder so, dann versuche ich schon, denen so zu helfen und alles so zu machen, ne? Dass es für die auch gut ist und dass er am Wochenende sich einfach oder unter der Woche auf Fußball konzentrieren können. Das war für mich auch mal das Wichtigste. Ne? Wir brauchen einfach immer halt auch perfekte Abläufe, ne? Dass die wirklich so rechts und links sich so wenig wie möglich Sorgen machen müssen. Zum Thema Abläufe kam, glaube ich, auch gerade schon eine Frage rein. Ich schau mal. Genau, Martin H. schreibt mir, was passiert 2 Tage vor einem Spiel? Welche Abläufe gibt es und welche Rituale hat das Team? 2 Tage vor einem Spiel? Ja, beginnen wir mal mit der Spielvorbereitung. Also ab 2 Tage vom Spiel, ja, praktisch wissen oder so. Ja, 2 Tage vom Spiel. Wir haben ja normales Training, wo wir gerade sehr viel dann auf den Gegner auch eingehen und wie man es angeht. Ja, man sitzt selbst noch nicht zum Beispiel erst zusammen und schaut sich am TV gewisse Szenen an, um die dann, ich will nicht sagen nachzuspielen, aber dagegen arbeiten zu können oder sonst was. Wir stellen 2 Tage vor dem Spiel schon die Gegner vor, auch mit Bildern und entweder machen wir das mal vor dem Training, mal nach dem Training, das kann man immer variieren, weil wir ja gerade 2 Tage vor dem Training unser Training dann noch aufnehmen, ja, wie wir es angehen wollen, dann kann man auch immer noch mal in Bildern dem einen oder anderen was zeigen und kann das dann mitnehmen in den letzten Tag vor dem Spiel, wo wir dann auch noch mal, je nachdem Videoszenen zeigen, gerade Richtung Standards da ein bisschen mehr drauf eingehen und dann haben wir ein Abschlusstraining, wo man eigentlich alles noch mal macht, ja, wo man dann die Taktik durchgeht, wie wollen wir anlaufen, wie wollen wir defensiv spielen, die Standards nochmal durchgeht schon, dass man sehr, sehr gut vorbereitet ist. Und dann geht es ja entweder auswärts, geht es dann immer ins Hotel, also das sind immer die gleichen Abläufe, fahren ins Hotel, haben abends Essen, gucken fast immer zusammen Fußball abends. Und bei Heimspielen mittlerweile seid ihr doch auch oft im Hotel, ne? Ja, Heimspiel sind wir auch immer in Krefeld im Hotel und da kann sich der ein oder andere Spieler nochmal behandeln lassen. Auch da machen wir nochmal Videos,
je nachdem in kleinen Gruppen oder auch einzeln. Und am Spieltag geht es auch nochmal, da wird auch je nachdem nochmal was gezeigt, ja, den einzelnen Spielern oder ein paar Gruppen, um da nochmal auf die eine oder andere Szene einzugehen. Dann hat man die normalen Abläufe, morgens Frühstück, dann gehen wir zusammen spazieren, Mittagessen und dann ist irgendwann die Mannschaftsbesprechung vom Friedhelm im Hotel und dann geht es ins Stadion und dann geht es schon zum Spiel. Wie viel Fußball steckt im Fußball noch oder ist wirklich Fußball auch zu 50% Daten und Fakten mittlerweile? Es gibt viele Daten und Fakten mittlerweile, die nutzen wir auch, sei es im Training, im athletischen Bereich oder wir nehmen ja auch jedes Training auf, was die Laufdaten angeht. Und es ist natürlich viel mehr Video dazugekommen, wie es jetzt noch bei uns war. Da haben wir einmal eine Woche ein paar Minuten geguckt. Jetzt ist das schon sehr ausführlich, aber letztendlich ist noch sehr, sehr Fußball auch drin. Ja, es kommt letztendlich dann auch an, wie trainieren wir, wie trainieren die einzelnen Spieler und dann kommt es auch da auf die Zweikämpfe an, wie präsentiere ich mich. Das bleibt alles gleich und dieses Gefühl dann auf dem Feld zu laufen, samstags oder sonntags, das ist dann auch das Größte und da ist dann auch das Entscheidende. Da entscheiden dann die 90 Minuten auf dem Platz und das wird auch immer gleich bleiben, egal was man jetzt noch zusätzlich für Hilfsmittel hat. Stefan Rütters würde gerne von dir wissen, Sascha, ob du auch nochmal irgendwann in die Lehre gehst, um andere Posten bei der Fortuna zu übernehmen. Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja eigentlich, als ich aufgehört habe mit Fußball, schon mir schon immer vorgestellt, dass ich vielleicht auch nochmal auf die Wiese irgendwann gehe. Und ich habe ja jetzt auch bis zum A-Schein die Trainerscheine gemacht. Mal schauen, momentan macht es echt Spaß, ne? Weil wir haben einfach eine coole Gruppe unten. Wir haben natürlich auch Erfolg, dann macht es natürlich immer noch mehr Spaß, ne? Ist ja ganz, ganz klar. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt noch in 10 Jahren noch machen werde, Teammanager. Deswegen glaube ich schon, will ich noch was anderes machen. Ob das dann bei der Fortuna sein wird, das weiß ich noch nicht. Ne? Das müssen wir mal schauen. Wie? Ja, das muss ja, weiß ich nicht. Kann ich mir ja nicht selber aussuchen. Na, wenn wir uns deine Vita anschauen, ist es immer wieder 1860 gewesen. Aachen natürlich so ein bisschen, wo man nochmal zurückgegangen ist, wo man nochmal ausgeholfen hat, die Karriere hat ausklingen lassen. Mhm. Gut, das hast du wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, die Zeit damals. Das war so die Insolvenzphase, glaube ich, ne? Okay, wir interpretieren noch nicht so viel rein. Nee, klar, dass ich da nochmal zurückgegangen bin. Klar, das hast du natürlich auch so als heimatverbunden auch gemacht, aber da haben wir aufs Kreuzband dann gerissen, da war die Karriere eh vorbei, von dem her gesehen. Stimmt. Ging es dann schnell. Alessio, du hast jetzt gerade gesagt, du würdest dich gerne mal wieder auf dem Platz sehen, natürlich in dem Fall dann als Trainer. Alessio fragt aber gerade, Frage an Sascha, würdest du gerne auch nochmal spielen oder hast du gar kein Interesse mehr? Oder geht's auch gar nicht mehr? So Traditionsmannschaft? Also gehen tut es wahrscheinlich vielleicht nur noch ganz, ganz langsam, also noch langsamer als früher. Also ich merke schon, ich vermisse jetzt nicht unbedingt so den Fußball, also bin ich echt ehrlich, also ich habe es wirklich auch lange oder wir haben es ja auch lange gemacht. Ich merke, wenn wir dann mal irgendwann mal wieder kicken, so irgendwie so ein bisschen unter uns, so auch mal am Strand oder so, dann macht das echt direkt wieder Bock, ne? Dann will man auch direkt irgendwie wieder was um was spielen. Aber unabhängig vom Körper, ne, funktioniert es halt einfach nicht mehr. Es gibt ganz, ganz selten mal Auswärtsspiele oder Heimspiele, da kommst du ins Stadion rein und dann kribbelt es auch und denkst, jetzt geht's auch ganz gerne mal wieder. Aber es sind wirklich nur Spiele. Ne? Wenn ich dann sehe, was die Jungs unter der Woche im Training dann wieder machen, dann bist du froh, wenn du im Büro bleiben kannst. Jetzt kommt Samstag Flo Neuhaus mit Gladbach zurück. Wie schaffen wir es, den auszuschalten? Er hat sich ja toll in Gladbach auch nochmal weiterentwickelt, oder? Ja, eine tolle Entwicklung, hat er letztes Jahr hier begonnen, muss man sagen. Er hat hier eine super Saison gespielt, mit auch dafür verantwortlich, wie die ganze Mannschaft da so aufgestiegen sind. Hat sie jetzt nochmal in Gladbach nochmal einen Schub gemacht. Er hat eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt gespielt, aber letztendlich wissen wir auch, wie wir ihn bekämpfen müssen. Ja, wie die ganze Gladbacher Mannschaft wollen wir aggressiv angehen und auf unsere Stärken achten. Ja, wir brauchen jetzt gar nicht so viel über Gladbach reden. Ich glaube, wenn wir das zeigen, was wir in vielen Spielen auch dieses Jahr gezeigt haben, ja, eine kompakte Mannschaft, die wir sind und immer wieder auch gefährlich nach vorne, werden wir ein schönes Derby sehen und dann ein gutes Spiel machen. Worauf freut man sich am meisten? Fragte auch Valentin Wohlleber. Also abgesehen von der Stimmung, die wahrscheinlich auch toll sein wird, sind das diese Emotionen, dass es dann doch irgendwie ein besonderes Spiel ist? Ja, aber das ist ja schon mit das Wichtigste. Ne? Wenn die Hütte voll ist, macht es halt am meisten Spaß. Ne? Und wenn die Fans dann wirklich auch lautstark natürlich dahinter sind. Und ich sag gerade, in solchen Spielen kannst du ja zum Held werden. Ne? Das ist halt Spiel einfach geil. Ne? Ich weiß, boah, wenn ich heute in die Kiste mache und so, und dann reden die Leute noch in Jahren drüber. Ne? Und das ist einfach halt, das ist das Schöne daran. Wenn du so ein Derby halt gewinnst, dann
bist halt erstmal der Held, ne, in der Region und in der Stadt, ne? Und das ist einfach schon, glaube ich, das, was dann die Emotionen auch rauskitzelt, ne? Und was die Jungs uns dann natürlich auch so geil drauf macht. Aber so ein Tor des Monats schießt man auch nur einmal? Hast du eins wahrscheinlich geschossen, oder? Ich habe ganz viele geschossen, aber nur einmal haben wir es gewählt. Ich war so unbeliebt. Gut, wollen wir jetzt verraten, wo die Münze liegt? Das hast du morgen besucht zu Hause. Nee, die liegt nicht zu Hause. Die habe ich beim Kumpel im Büro. Beim Kumpel im Büro? Ja, der wollte die mal nehmen, habe ich sie mal da. Der hat sie mal bekommen. Ja, der glaube ich, meine Wette verloren oder ein Spiel. Und dann, ja, das ist aber keine große Wertschätzung. Nee, die kommt ja wieder zurück. Also die hat jetzt nur mal so. Darf der mal rumzeigen. Wir haben gerade über die Zukunft gesprochen. Jürgen Doll fragt, wie lange habt ihr Vertrag? Bleibt ihr auch nach der Saison der Fortuna erhalten? Ja, da gehe ich ganz fest davon aus. Ne? Tommy hat Vertrag. Ne? Ich habe noch nach zehn der Jahre, Saison... 10 Jahre gleich, oder? Nein, ich habe also nächste Saison noch ein Jahr bis 2020. Und so wie es im Moment läuft. Oder ich bin auch, wenn man meine Vita geht, wenn ich irgendwo beim Verein gehe, bleibe ich auch gerne lange da. Und ich hoffe, dass die Zeit hier noch sehr lang wird. Friedhelm Funkel wird natürlich wahrscheinlich nicht mehr so lange als Trainer aktiv sein. Man weiß es nicht. Wir wünschen uns das alle. Jetzt hat er ja erstmal verlängert. Aber damit steht und fällt so ein Co-Trainer ja auch öfter. Ne? Es gibt, also manche Trainer haben ihre eigenen Ideen, bringen ihren eigenen Co-Trainer mit. Ist das so eine Gefahr? Ich meine, im Fußball ist es immer so, dass man nie langfristig planen kann. Ich finde, dass es jetzt wichtig ist, dass wir jetzt ein gutes Team sind und wie lange es dann bei Friedhelm geht, das wird man zeigen, wird man sehen. Ja, es ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass ich jetzt die letzten 30 Jahre bei ihm war. Also da bin ich auch noch gar nicht so lange dabei. Also wir sind ja jetzt auch erst seit anderthalb Jahren zusammen. Das passt toll und wie es dann weitergeht, muss man natürlich sehen. Ich habe es im Fußball ja auch nie so verpasst. Es geht alles so schnell, ne? Und es ist so viel vom Erfolg abhängig. Deswegen, also stand jetzt immer beide nächstes Jahr noch da. Ja, ich habe ja auch, also... Das war nach der Karriere, Sascha hat es gesagt, muss man auch immer gucken. Ich habe den Trainerjob auch gut vorbereitet, habe natürlich jetzt auch letztes Jahr den Fußballlehrer gemacht. Wann hast du das für dich gemerkt, dass das dein Weg ist, den du einschlagen möchtest? Schon sehr frühzeitig, so mit Anfang 30 stand das eigentlich fest. Als Spieler ist es dann schwer, die Trainerscheine zu machen, weil es da auch keine Lehrgänge gibt. Ich habe aber dann in meinem letzten Jahr schon teilweise bei den Amateuren mit dazugeguckt, bei der U19 damals in Fürth. Und bin dann ja auch sofort Co-Trainer von Amateuren geworden nach der Karriere, nach einem halben Jahr dann Cheftrainer und war dann ja auch schon Co-Trainer zusätzlich noch bei Fürth. Und ja, von daher ist der Weg natürlich, ich habe dann schnell den B-Schein, A-Schein und Fußballlehrer gemacht, damit ich da auch auf alles vorbereitet bin und bin jetzt einfach glücklich, dass ich hier bin, hoffe, dass es noch lange geht und fühle mich in dem Beruf absolut pudelwohl. Bommes fragt, habt ihr noch Kontakt aus eurer Gladbacher Zeiten zu Gladbachern? Wir haben jetzt so aktiven Spielern, glaube ich, gibt es keine mehr. Ne? Da war, glaube ich, Ruhl Brauers war noch einer der wenigen. Wir haben noch viel Kontakt zu Christopher Heimeroth. Der war damals unser Torhüter, ist mittlerweile auch Teammanager und ist auch ein guter Freund von uns beiden, muss man auch sagen. Ne? Wir haben damals sehr guten Kontakt gehabt, haben auch viel zusammen privat gemacht und das ist auch weiterhin noch so. Und der Zeugwart, ne, jeder Breuer ist auf jeden Fall noch da. Ich glaube, Rolf auch noch. Ne? Rolf ist auch noch da, ne? Unglaublich. klar, Max, ne, war damals auch schon da. Ist jetzt bei mir nicht ganz so positiv, wobei mittlerweile habe ich meinen Frieden gefunden, weil ich auch nicht so einen guten dann auseinandergegangen bin. Steffen Korrell noch da. Ne? Es gibt so drumherum, ne? Die Leute sind schon auch viele da, aber jetzt die aktiven Spieler ist da keiner mehr. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Eine Frage habe ich hier noch von Broker Dax. Wer ist in der jetzigen Mannschaft so ein ähnlicher Typ wie Sascha? Er sagt, ich finde, jede Mannschaft braucht so einen Typ wie Sascha Röster. Gebe ich mal an Thomas die Frage. Gibt es da jemanden? Ich glaube, so wie Sascha gibt es wenig Spieler. Das ist vielleicht doch gut, so wie es ist. Ich muss gerade sagen, hat sich jetzt nicht positiv angehört. Nein, aber... Da sind es natürlich gerade auch die älteren Spieler, wenn man jetzt von Typen geht, wie in Olli Fink und in Botze, die da einfach auch sehr wichtig sind für die Mannschaft. Ich glaube, sind jetzt nicht so impulsiv wie Sascha, aber da gibt es schon einige. Ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir auch fiese Typen auf dem Platz haben, die auch dazu beitragen, dass wir weiter Erfolg haben. Kann Eier manchmal? Ja, der ist also auf jeden Fall. Ich meine, der ist ja noch ein junger Spieler. Ne? Das denkt man sich ja oft gar nicht, wenn man auch schon lange dabei ist und so abgeklärt spielt.
aber der hat ja auch noch Entwicklungspotenzial. Ich war mit 20 auch nicht so dann wie mit 30. Mhm. Ne? Und das sind schon Spieler, die das Potenzial haben. Und wie Tommy schon sagt, wir haben natürlich mit Potze und mit Finki natürlich zwei, die sind halt einfach Gold wert für die Gruppe. Ne? Man darf das nicht unterschätzen. Ne? Man sieht oft nur, was am Wochenende auf dem Platz dann läuft. Aber so eine Mannschaftsstruktur unter der Woche, ne, so eine Entwicklung und was man alles dafür tun muss, ne, da brauchst du halt einfach auch Typen, ne, Kulturträger, ne, und das sind die zwei halt extrem. Ne. Finki eher vielleicht auf die ruhigere Art, der sich extrem viel über die Mannschaft immer Gedanken macht, was man alles tun kann. Potz ist schon auch derjenige, ne, der auch mal im Training auch mal was sagt oder auch mal dazwischen hauen kann. Deswegen ist unsere Struktur in der Mannschaft gerade sehr, sehr gut. Ich glaube, wer am ähnlichsten ist, ist vielleicht jetzt von der Position auch Rufen da vorne. Der da auch sehr aggressiv werden kann, auch im Training. Wir haben mit Alfredo, wie gesagt, die Elternspieler. Also wir haben schon mit Matze Zimmermann auch viele, die dazwischen hauen kann. Ich glaube, sonst würden wir auch nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Und das braucht man auch im Training. Da geht es auch heiß her und das ist auch gut so. Also ich glaube, die Emotionen gehören auch einen Platz dazu beim Training, hier beim Spiel, auch von uns von der Seite auf dem Platz. Das macht ja auch dann den Fußball aus. Und wenn man da nicht mehr emotional sind, dann werden wir irgendwann mal auf. Totaler Psychopathen als zweiten Co-Trainer auch. Das kommt ja von dem her gesehen. Also wir haben gehört, die nötige Aggression oder Aggressivität, die brauchen wir auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz. Die brauchen wir besonders dann auch im Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, ein Sieg, dann will ich nicht sagen, ist der Haken dran. Aber dann sind wir schon wieder einen großen Schritt näher, um das Ziel zu verfolgen, die Klasse zu halten. Ja, vielen, vielen Dank an euch beide. War sehr, sehr interessant. Wir freuen uns auf die Begegnung, ausverkaufte Hütte. Und sagen erstmal Dankeschön an euch und natürlich an euch da draußen für eure Fragen an die beiden, an Thomas Kleine und Sascha Röster. Das war Fortun Fragen, Fortun Antworten. Wir sehen und hören uns dann nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge und vorher natürlich im Stadion, ist ja klar. Ciao, tschüss. Ciao. Ciao.